Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich die Steckdose Tretakt von IKEA mit meinem Philips Hue-System verbinde. Ich habe die Steckdose eingesteckt, schalte sie nun ein, gehe nun mit einem spitzen Gegenstand für einige Sekunden auf den Reset-Knopf, bis die weiße LED anfängt zu blinken. Das ist jetzt der Fall. Ich warte einen Augenblick, bis sie anfängt langsam aufzuleuchten und wieder auszugehen. Das Gerät ist nun koppelbereit. Ich starte nun meine U-App, gehe dort auf Einstellungen, dort auf Zubehör, auf das Pluszeichen und auf Smart Plug. Und ich werde nun die Suche starten. Hier steht, Lampen werden gesucht, aber auf diese Weise wird auch die Steckdose gefunden. Sie wurde nun gefunden. Ich kann mit der Konfiguration beginnen. Ich gebe ihr einen Namen. Gehe auf Fertig. Auf Fertig. Kann nun die Steckdose einem Raum zuordnen. Ich ordne sie dem Wohnzimmer zu. Weiter. Und die Steckdose ist einsatzbereit. Starte ich nun das Wohnzimmer. So werde ich die Steckdose hier finden und kann sie nun über die App ein- und ausschalten und natürlich auch alle anderen Szenerien, die in der U-App vorgesehen sind, auf die Steckdose anwenden. Ja, soweit zum Einbinden der Steckdose Tretakt in das U-System von Philips. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.